Oh Gott, 14 Minuten Hagen wieder vorm kaputten Haus stehen. Oh nee, Hagen, Digga. Hagen, da ist er. Der arme Hagen. Hagen steht vorm kaputten Haus. Ich glaube, so lief das auch. So nennen wir das auch. Hagen und sein Haus. Hagen. Es gibt gute Häuser, schlechte Häuser. Zwangsversteigerung. Yeah. So. Und es wurde ja hier im letzten Video fleißig diskutiert bei euch, dass aufgrund der aktuellen Situation beim Haus, dass wir hier im Anbau einen Wasserschaden haben und aufgrund der vorherigen Nutzung als Schlachthaus, sag ich mal, alles, was jetzt hier auf dieser unteren Ebene ist. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Hagen sieht gesünder aus. Also er hat auf jeden Fall 240.000 Euro abgenommen. Bis hin zum Haupthaus Ist true, ist true. eigentlich komplett entkernt und saniert werden müsste bzw. muss. In Kombination dazu, dass du natürlich hier so ein richtig schönes altes Backsteinhaus hast, dann hast du hier diesen komischen 60er Jahre Gelb-Klinker-Klimbim und dann diesen 90er Jahre Kalksandstein oder was das auch immer ist, unverputzt. Das sieht natürlich alles so ein bisschen zusammengebastelt aus und jetzt haben viele von euch halt in die Kommentare geschrieben, dass sie den ganzen Anbau abreißen würden. Also erstmal, diese Halle soll natürlich sowieso auf jeden Fall stehen bleiben. Ist die Frage halt, inwieweit man jetzt hier die Steine einschneiden könnte. Eine Mauer in die Richtung ist quasi schon gezogen, also das ist innen drin eh getrennt. Weiß ich nicht, inwieweit man jetzt das abreißen könnte. Dann hätte man natürlich hier die Möglichkeit, einen schönen Garten in Südlage hinzubauen, wobei dann auch wieder die Situation wäre, dass hinter den Gebäuden ist ja direkt der Nachbargarten vom Nachbargrundstück und der ist quasi dann von drei Grundstücken einsehbar. Das heißt, alle hätten dann jetzt hier quasi könnten aufs Grundstück raufgucken. Momentan können hier quasi schon natürlich die ganzen Leute hier reingucken. Das heißt, du hättest wirklich ein komplett einsehbares Grundstück, wovon ich jetzt auch nicht so der Freund bin. Plus die Badezimmer vom Wohnbereich sind ja in diesem Anbau mit drin. Das heißt, man müsste das Badezimmer dann auch wieder hier reinbringen und verliert natürlich auch diese Räume. Das heißt, wir haben ungefähr wirklich so, ich würde sagen, 80, 90 Quadratmeter an nutzbarer Fläche, die man dann irgendwann nach Kernsanierung und nutzen könnte, die verloren geht Hagen, Digga. für halt ein bisschen Gartenfläche, die im Endeffekt von sechs Häusern einsehbar ist, wo du dich eh nicht mit deiner Bierplauze irgendwann auf die Sonnenliege legen kannst. Und hier unten ist ja der Heizungskeller. Das haben einige von euch auch vergessen. Das heißt, hier geht ja die Treppe runter und das kann man ja auch nicht so leicht verändern. Insofern ist es gerade eine schwierige Situation. Ich glaube nach wie vor, dass sich das lohnt, das hier zu entkernen und sich eine neue Nutzung zu überlegen. Und darüber mache ich mir aber dann nächste Woche Gedanken. Jetzt geht es erstmal wieder nach Hamburg und dann erzählen wir euch ein bisschen wieder was hier zum Thema Autos. Ich möchte euch CyberGhost als Sponsor des heutigen Videos vorstellen. Und zwar ist es ein VPN-Anbieter mit über 38 Millionen Nutzern weltweit, der mehrfach ausgezeichnet wurde und so unter anderem auf der Bewertungsplattform Trustpilot als ausgezeichnet bewertet wird. CyberGhost VPN kann ganz einfach deine IP-Adresse und deinen Datenverkehr verschlüsseln, um dich vor Überwachung und Gefahren zu schützen. Das bedeutet, dass nicht nur dein digitales Leben sicherer wird, sondern du auch noch mehr Inhalte als jemals zuvor genießen kannst. Da CyberGhost VPN mit über 40 Streaming-Plattformen kompatibel ist, das heißt, dass du zum Beispiel im Ausland auf die deutsche Netflix-Bibliothek zugreifen kannst, als auch hier in Deutschland auf Oder ich muss zuschlagen, wenn Trustpilot eine positive Bewerbung macht, Digga, dann ist wirklich, dann ist wirklich, dann ist wirklich, dann ist wirklich der Zuschlagalarm. Inhalte, die normalerweise nicht verfügbar sind. Das Ganze funktioniert auch mit Amazon Prime, Disney Plus und so weiter. Es gibt einfach über 9000 Server in 90 Ländern und alles, was es dazu braucht, ist ein Klick, um sich zu verbinden. CyberGhost VPN speichert dabei keine Daten von dir, ist super nutzerfreundlich in der Hagen, in Germany we call this Lüge. Wie, die speichern keine Daten von dir? Anwendung und du kannst dich mit einem Account auf bis zu 7 Endgeräten gleichzeitig anmelden. Funktioniert zum Beispiel auf Handys, Laptops, Spielekonsolen, Smart-TVs und so weiter. Na. Gerade gibt es wieder ein super Angebot. Ihr erhaltet nämlich über den Link in meiner Videobeschreibung ganze 84% Rabatt und obendrauf noch 4 Monate gratis. Ihr zahlt also unterm Strich für einen kompletten VPN-Service nur. €1,94 im Monat. Außerdem gibt es eine 45 Tage Geld-Zurück-Garantie, falls ihr nicht zufrieden seid. Ein 24/7 deutschen Kundensupport. Das ist wirklich ein tolles Angebot. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Also melde dich am besten heute noch an. Vielen Dank nochmal an CyberGhost VPN für Sponsoren dieses Videos und euch jetzt weiter. Viel Spaß damit. Ja, dann wollen wir mal schauen, was
es hier für Updates gibt wieder zum Wildpark, Freunde. Es wird brisant, so viel kann ich euch schon mal versprechen. Ihr wisst ja, dass aktuell das S63 Cabrio zum Verkauf steht beim Enrico. Also bei Enrico ist er zum Verkauf gelistet. Jetzt finden wir heraus, wie Hagen seine Hausabenteuer finanziert. Natürlich kein eigenes mobile Profil habe und da steht das gute Stück. Ich hatte da eigentlich schon einen Käufer für und zwar, ich frage mich wirklich, was in den Köpfen von solchen Menschen vorgeht. Der hat mir im November schon irgendwann... Stimmt, der sieht ein bisschen aus wie die neue Version von Axel Stein, der dynamische Axel Stein, stimmt. Geschrieben gehabt bei Instagram hier, ich interessiere mich für das Cabrio, hat alle möglichen Daten, Zahlen, Fakten, Bilder abgefragt, die habe ich ihm natürlich alle geschickt und dann kam er irgendwann an und meinte, yo, ich komme jetzt am Freitag vorbei und mit dem Kollegen und wir nehmen die Karre dann gleich mit und wie willst du das mit der Bezahlung machen und so weiter. Hab uns auf sofort über... Kauft ihr den? Ich kaufe doch kein Cabrio und vor allen Dingen kein AMG. Digga, wer kauft denn in 2023 noch AMG? Die Entschuldigung? Überweisung geeinigt. Ich schon so, ja, also ich kann halt nur 20.000 Euro sofort überweisen. Ich weiß nicht, wie das bei deiner Bank ist. Ja, nee, kein Problem, mache ich öfter und größere Summen und so weiter. Alles kein Problem. Ein paar Stunden, bevor er da sein sollte, habe ich eine Instagram-Nachricht dann nochmal bekommen. Ja, und das war der erste Tag, wo es dann irgendwie gefroren hat im November oder so war das. Ja, ich habe irgendwie ein Auto genommen, was keine Winterreifen hatte und war nicht so richtig vorsichtig und habe jetzt einen kleinen Unfall gehabt und ich warte jetzt noch auf dem ADAC und ich halte dich auf. AMG bedeutet an mich glauben. Ich gehe den Weg, super, kostet 2,30. An mich. Laufenden, wie das Ganze dann vonstatten geht. So habe ich irgendwie ein Foto bekommen von irgendeiner Karre, die irgendwo am Straßenrand stand, keine Ahnung. Und er dann halt, ja, gesagt, ja, du... Nur wie Racing Plus kommt da rein. Du wird heute leider nichts mehr, müssen wir verschieben. Ich dann nochmal nachgefragt irgendwann, kam aber nichts mehr. Habe ich gesagt, so gut, einfach abgeschrieben schon. Eigentlich schon in dem Moment, wo er gesagt hat, irgendwie liegen geblieben und Panne und mal gucken, ob das noch was wird. Man kennt ja solche Leute. Also es zieht sich einfach durch die ganze Autobranche durch. Egal, was du für ein Auto verkaufen willst, ob du ein Polo 6N verkaufst oder ob du ein S63 Cabrio verkaufst. Ich verstehe gar nicht. Ich hätte überhaupt keinen... Der verschwendet doch übel seine Zeit. Also der Typ verschwendet seine Zeit und der verschwendet Hagens Zeit. Also, weißt du? Ich verstehe auch nicht, wieso. Also warum? Es ist, glaube ich, immer das gleiche Spiel. Irgendwelche Vögel stehlen einem die Zeit. Und deswegen habe ich da auch relativ schnell gesagt, komm, schreibe ich einfach ab den Gedanken. Dann war es aber so. Pass auf, Freunde. Auf der Essen Motor Show dieses Jahr kam auf einmal einer an. Großer, stabiler Typ. Yo, Hagen, ey, wir haben geschrieben gehabt wegen dem S63. Und tut mir leid, dass es alles nicht so gut gelaufen ist und so weiter. Aber ich würde den jetzt nehmen. Stand auf der S-Motor-Show am Stand, hat gesagt, ja, ich würde den jetzt nehmen. So haben wir noch ein bisschen uns drüber unterhalten. Ich sehr, willst du nicht. Ist halt peinlich, Nein sagen zu müssen. Naja, aber, also, ja, aber du schreibst den ja an. Ist jetzt nicht so, dass jemand dich fragt, hey, willst du einen AMG S63 Cabrio kaufen? Und du musst dem Nein sagen, sondern du gehst da hin und sagst, kann ich den kaufen? Ne? Ist ja jetzt nicht so, dass... Du bist ja jetzt nicht da, du gehst ja jetzt nicht dahin und sagst, Alter, ne? Der hat mich angesprochen, ich konnte nicht Nein sagen. Du suchst ja auch das Auto. Du hast die Inserierung gesehen. Das ist vollkommen verrückt. Vollkommen verrückt. Erstmal angucken und so, ist ja vielleicht besser, als wenn du jetzt hier ungesehen mir einen Handschlag gibst und so weiter. Nee, ich nehme den, kein Problem, ich suche schon länger so ein Auto und das ist genau das für dich. Und ich mache hier Autovermietung, Business, Langzeitmiete, habe gerade gestern Lamborghini. Ich Digger, ich Urus. Urus raus. Ja. Gestern Urus erst. Oh Gott, da weißt du schon, da riechst du schon. Boah, hier riecht's aber nach Blender. Ausgegeben, bla bla. Ja, ich habe gestern erst einen Urus, ich habe Luxusvermietung. Digga, wir sind das Sixt für die FDP, so, wir sind wirklich... Bla 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 bla. Puh. Haben wir uns auf der Messe noch auf den Preis geeinigt, Handschlag gegeben, er mir seine Kontaktdaten gegeben, Rechnungsanschrift und so weiter, E-Mail-Adresse, gesagt, jo, mach mal eine Rechnung fertig, schick mir rüber, ich überweise dir das. Ich mich natürlich gefreut, gesagt, komm, machen wir alles gut. Als ich wieder zu Hause in Hamburg war, ihm die Rechnung fertig gemacht, geschickt, kam nix, eine Woche gewartet, nochmal eine Mail geschrieben, du, wie sieht's aus, ich würde das Ganze gerne irgendwie abschließen, kam nix, ich ihm eine Antwort geschrieben, du, sei mir nicht böse, aber ich schicke dir hier mal die Stornorechnung und für mich
mich hat sich die Sache jetzt gegessen und das war's. Und er hat dann eine Mail geschrieben, nee, und ich habe doch gesagt, ich mache das, aber lass dann sofort Überweisung machen vor Ort und ich komme. So, erstmal kurze Frage an Hagen. War das dieser Mann? Hagen, handelt es sich um diesen Mann? Groß, stabil? Bisschen oft das Wort Hase gesagt. Handelt es sich um diesen Mann? Hagen, sei ehrlich. Komm dann irgendwie nochmal vorbei, keine Ahnung, dann hat er sich wieder nicht gemeldet und hat aber in der gleichen Mail noch gefragt, was er für den C55, was ich für den C55 AMG da hinten haben will. Oh Gott. Ich sag, Junge, komm. War das ein stabiler deutscher Beamter oder hatte er einen stabilen deutschen Beamten dabei? Ist seine E-Mail-Adresse Prinz Puma gewesen? Also ich verstehe nicht, was das soll. Ich verstehe nicht, was das soll. Zeitdiebe, ob die Leute irgendwie Aufmerksamkeit haben wollen. Ich verstehe es einfach nicht. Bei der C-Klasse fast 1:1 genau das gleiche Spiel. C55 AMG, wunderschöner Japan-Import, kennt ihr das Auto? Da hatte ich im Video mal gesagt, dass ich den verkaufen will, 24,99, falls hier jetzt jemand in den Kommentaren fragt. Und da haben zwei Leute, glaube ich sogar, warte mal, jetzt muss ich einmal kurz nachdenken. Ich glaube, das war zweimal. Das erste Mal hat einer gesagt, jo, er kauft den, hat sich dann nicht mehr gemeldet. Das zweite Mal habe ich mit jemandem telefoniert, sogar eine Viertelstunde oder sowas. Jo, blablabla, habe ich nochmal von Ilka ein Unterbodenvideo schicken lassen, dass die Karre auch wirklich absolut keinen Rost hat und so weiter. Habe ihm das geschickt, dann hat er gesagt, komm, mache ich, alles klar, kein Problem. Ich kann dir das auch anzahlen, aber ich will den haben. Ich gesagt, du, Anzahlung brauche ich nicht, alles gut. Das war vor der S63-Geschichte, glaube ich sogar noch. Wieder genau das Gleiche, einfach nicht mehr gemeldet. Einfach, wie kann man denn eine Kaufzusage wirklich fest tätigen mit Handshake? Ich glaube, die Leute bilden sich, also das muss irgendeine Diskrepanz zwischen dem, was sie glauben, was sie leisten können und was sie dann, kurz bevor sie es leisten müssen, denken, oh shit, ich kann mir das ja gar nicht leisten. Ich kann mir das ja gar nicht leisten. Also, dann, hä? Wie, Bruder, wie? Und dann sich einfach nicht mehr melden. Das ist das Pendant zu an der Kasse stehen und sagen, ach du Scheiße, ich kann dir... Ich verstehe es einfach nicht, wie wenig das Wort... Aber dann wird, weißt du, was dann gemacht wird? Das sind solche Leute, die gehen dann zu ihren Kollegen und zu ihren Freundinnen und blenden die dann auch. Ja, ich kaufe mir gerade ein S63 AMG Cabrio, da sind wir gerade dabei. Schöner Wagen. Und zeigen denen dann auch schon Bilder und so einen Scheiß, weißt du? Ah. Im Jahr 2022, weil er jetzt 23 noch wert ist. Schade und traurig, aber ich werde dazu lernen und in Zukunft meine Fahrzeugverkäufe anders abwickeln oder nicht mehr so viel Vertrauen in die Leute stecken, anzahlen lassen, bevor ich da irgendwas festmache. Und es ist ja wirklich einfach nur noch zum Kotzen. Der Mustang steht übrigens auch zum Verkauf. Leute, ihr merkt schon, ich verkaufe mein Fuhrpark hier. Ich brauche Geld fürs Haus. Also so ein bisschen teurer als geplant da. Leider hier vom Frost irgendwie anscheinend. Ist einfach die Scheibe gerissen. Einfach eines Morgens hier, zack, riesen Riss in der Scheibe. Auch geil. Ja, Frittentheke. Ist auch nochmal ein anderes Thema, da gibt es auch Ende des Monats nochmal ein Video zu. Sonntag, den 22.01. haben wir Tag den offenen Tür, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Hol dich ein paar Pommes von Hagen ab. Ich bin auch da, ich glaube nicht den ganzen Tag, aber Pia, von wann haben wir Sonntag auf? 11 bis 17. Was haben wir noch, Freunde? Niemals in die Kamera pfeifen, Hagen, die Leute rasten aus. Eine geschlossene Tür. Der Drop mit den... Was steht da denn drinnen, Digga? Hosen. Mit den Jeanshosen, mit dem Flanellhemd. Was macht Hagen denn jetzt einfach? Kann mir jemand sagen, ist Hagen jetzt Autoverkäufer? Hat der eine Pommesbude oder verkauft der Hosen? Was macht Hagen denn jetzt? Ich bin wie diese Freundin der Mutter von Hagen. Die Mutter muss einem jetzt erklären, ich komme jetzt hier zu der Mutter, ne, zum Kaffee trinken und dann sage ich, Mensch, der Hagen... Den habe ich ja lange nicht gesehen. Was macht denn der so? Und die Mutter von Hagen muss mir jetzt erklären, was der macht. Erklärt's mir so. Was macht denn der? Was macht denn Hagen? Oh?
Hagen ist ein Macher. Und mit diesem grauen Apokalypse-Hoodie, der kommt nächste Woche hier an und wird dann umgehend weiter an euch rausgeschickt. Ich bin gerade ein bisschen verwundert, wie ordentlich das hier aussieht. Lars hat hier gute Arbeit geleistet. Plus, lange überfällig, Freunde, die Lostrenser-Verlosung 2.0. Ich gehe gleich mal rüber ins Büro und dann suchen wir uns einen glücklichen Gewinner raus, damit die Karre hier auch endlich mal wegkommt. Der steht hier schon wieder einige Monate. Das heißt, warte mal. Ich werde dem Auto auf jeden Fall nochmal, warte mal, eine Durchsicht gönnen. Warte mal. Hagen verschenkt Autos? Warte mal. Warum verlost Hagen Autos? Auto Saftix oder so, sollen ja auch nochmal neues Öl reinfüllen und so weiter, dass hier derjenige, welche auch ein super Wägelchen bekommt. Ihr wisst ja, Freunde, ich mache die Auslosungen immer maximal transparent. Dadurch, dass ich halt den Instagram-Livestream parallel laufen habe, den schmeiße ich jetzt schon mal an, damit ihr auf Instagram direkt sehen könnt, dass ich jetzt hier nicht irgendwie dreimal Zufallszahlen auslose und dann irgendjemand nehme, der mir gerade passt oder so, sondern dass es alles 100% legit ist. Und ich glaube, wir sind auch schon live. Moin, Freunde, Mahlzeit. Warte mal, will der mich jetzt verarschen? Der verlost jetzt ein Auto auf Insta. Warte mal, was? Bruder, der allerechteste Apo RED verlost maximal ein geklautes iPhone. Und der Hagen einen fucking Mercedes? Wir haben. Warum? Was heute jetzt. Ja, ich warte nochmal. Ich warte nochmal, bis ein paar mehr Leute hier im Stream sind. Bleibt dran, Freunde. Es geht hier einmal heute um die Lorenzer-Verlosung. Moin, moin, moin. Eduard hat Durchfall. Grüße. Hatte ich auch gestern. Grüße geht raus an Eduard. Gute Besserung. Luca hat Geburtstag. Alles Gute. Chris K., mach mal die Jalousien hoch. Digi, wir sind, das sind keine Jalousien, das ist der Nebenraum. Das sind keine Jalousien hier, das ist quasi nochmal meine Scheibe zur Garage. Und zwar, wie gesagt, wir haben uns hier zusammengefunden, um einmal den Lorenzer auszulosen. Ihr seht hier auf dem Bildschirm die Bestellnummern und das wird jetzt so ablaufen, dass ich quasi unter den Bestellnummern... Wait a minute. Hagen? Was für Bestellnummern? Hier eine Zufallszahl einfach mir raussuche. Warte mal. Hagen verlost unter allen Leuten, die seine Klamotten kaufen, Autos? Sass. Dann im System quasi nachschaue. Ist das cool? Also ich weiß nicht, ist das cool? Ist das nicht cool? Also ich weiß es nicht. Ich weiß es legit nicht. Ob die Person... Hab auch bestellt. Für Maybach. Und soweit alle Kriterien erfüllt, also ob sie den Teilnahmebedingungen zugestimmt hat, ob sie einen deutschen Wohnsitz hat und so weiter, was halt in den Teilnahmebedingungen alles drinsteht. Und das würde ich sagen, legen wir einfach mal gleich los, oder? Haus ist noch nicht abgerissen, ne? Nee, noch nicht. So, seid ihr bereit? Also ich weiß nicht, ob das legit ist. Ich weiß wirklich nicht, ob das legit ist. Ich bin ein uninformiert. Für mich ist das dann immer so Glücksspiel, Schrägstrich, Gewinnspiel, Schrägstrich Zeug. Möchten Sie bei Ihrer Bestellung an der Mietwagenverlosung teilnehmen? Bestellnummer 21649. Guck mal eben im System rein. So, also ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob ich den ganzen Verlosungskram hier überhaupt auf YouTube zeigen soll, weil ich finde es ehrlich gesagt nicht so spannenden Content. Ich glaube, für YouTube ist halt geiler die Abholung und dass ihr halt Gewissheit habt, dass das Ganze transparent durchgeführt ist, dann schaut auf Instagram vorbei. Ich glaube, lass mich mal ganz kurz eine ganz einfache Recherche machen. Darf man Gewinnspiele, ich weiß es nicht, an einen Kaufbinden. Deutschland. Ah, hier, kick mal. Gewinnspiele dürfen seit der Änderung des unlauteren Wettbewerbs UWG auch an den Kauf einer Ware gebunden werden. Alhamdulillah. Das ist seit 2020 so. Das darf man. Sieh mal einer an, Alter.
I didn't know. Und damit ist durch. Aha, wieder was gelernt. Danke, Herr Solmecke. In Zukunft würde ich das dann so machen, es sei denn, es kommt dann jetzt hier heftiger Widerspruch aus der YouTube-Community. Auf jeden Fall rufen wir jetzt mal den Harald an. Harald! Moin, moin! Um Gottes Willen! Also mal, da hat jetzt wirklich einer ein Auto? Also. Gab's ja diese Aktion mit der S-Klasse, das ja. Gewinnspiel. Da haben wir dich gerade live gezogen auf Instagram. Nein. Naja. Warte mal, der Digga hat gerade in der S-Klasse gewonnen? Jetzt? Ja? Was ist denn, wenn Harald 14 ist? Herzlichen Glückwunsch, mein Lieber. Oder willst du den gar nicht haben? Der hat einfach eine S-Klasse gewonnen. Ja. Ja, den weißen, ne? Den weißen S500. Nee. Ja, klar. Oh, ich habe lange keine Verlosung mehr gemacht, fällt mir gerade auf. Irgendwie ist es immer wieder lustig. Boah, ey. Ist das wirklich wahr? Das ist wirklich wahr. Du bist ja nicht so ganz um die Ecke, habe ich gesehen, ne? Bei Freiburg, ja, ist das irgendwo. Freiburg unten. Ja. Beziehungsweise ich arbeite in Ingolstadt. Jetzt bin ich gerade in Ingolstadt. Ja. Cool. Also erstmal Grüße gehen raus an Harald. Ich meine, er hat eine S-Klasse gewonnen, kann es nicht sagen, wa? Und solange es in den geltenden Rechten entsprechend legal ist, das ist wohl seit 2020 ist es wohl erlaubt. Ne? Krass. Wild. Wer hätte das gedacht, Diggi? Ingolstadt ist ja von Würzburg gar nicht so weit, oder? Oder doch? Ach doch, das ist doch noch ein bisschen was, ja. Ja. Aber wir können das theoretisch so machen, dass ich mit der Karre mit Kurzzeitkennzeichen nach Würzburg fahre, dass wir das so terminieren, dass wir uns vielleicht da treffen, dass du den nicht in Hamburg abholen musst, weil ich habe da sowieso noch ein Auto stehen, das ich da abholen muss. Okay. Das heißt, ich würde dann mit der Karre runterfahren. Könnte ich dann auch weiterfahren? Dann kannst du mit dem Kennzeichen, wenn ich so 5-Tages-Kennzeichen hole, weiterfahren. Dann müssen wir halt nur vorher den Termin aufmachen. Oder ich weiß ja nicht, ob du jemanden kennst mit roten Nummern oder so, weiß ich nicht. Aber kannst du dir einfach nochmal in Ruhe Gedanken machen und dann... Also gut. Telefonieren wir nochmal. Dann schmeiße ich mir mal die Nummer ab und da Haken. So, dann haben wir das mit der Lorenzer-Verlosung auch endlich hinter uns gebracht. Krass. Also, ich bin jetzt vollkommen baff. Da hat jemand gerade eine S-Klasse gewonnen, Alter. Hat jemand schon mal... Wer verlost denn Autos? Hä? Ich bin vollkommen verwirrt. Das ist einfach, das ist doch eine 6-stellige Summe. Digga, das ist so ein Oprah-Move, weißt du? Da gehst du in eine Oprah-Show und dann steht Oprah auf und zeigt einen Finger auf dich und you get an S-Klasse und you get an S-Klasse and you get an S-Klasse. Vollkommen verrückt. Wer verlost ein U-Boot? 5-stellig, ist ja gebraucht. Mein Gott. Also, das... Ey, jetzt hört sich's aber... Ey, jetzt möchte ich euch mal ganz kurz sagen, wie ihr euch anhört. Okay, ist vielleicht nicht 6-stellig, aber in dem Moment zu sagen, bei so einem Gewinnspiel, es handelt sich hier nur um 45.000 Euro. Wie klingt das, wenn ihr das schreibt? Also stay, hier handelt es sich nur um 45.000 Euro, das kann ja wohl nicht wahr sein. Digga, selbst wenn das Ding 25.000 kostet, habt ihr sie nicht alle? Habt ihr sie nicht alle? Digga, ich raste vollkommen aus. Was? Das ist so ein Ron Bilecki, Ron Bilecki würde das schreiben. Gebracht, Freunde. Ihr seht, ansonsten sieht es mit Autocontent momentan eher mau aus, weil ich einfach gerade mich aufs Haus konzentrieren muss.
hier steht wirklich viel Arbeit an und hier gibt es ansonsten auch einige brisante Infos. Dazu habe ich jetzt schon wieder ein paar neue Videos gedreht, die nächsten Tage kommen. Also hier ist wirklich richtig Action. Ich muss auch Autos verkaufen. Normalerweise könnte ich mir das auch nicht mehr abnehmen, wenn ich sage, ich möchte meinen Fuhrpark produzieren, aber unter den gegebenen aktuellen Umständen hier mit der Bude muss ich wirklich Autos verkaufen, um das Ganze irgendwie noch finanzieren zu können. Krass. Ich glaube, ich habe tatsächlich seit 2 Monaten oder so kein Auto gekauft. Ja, es sind... Oh nee. Was für ein Geringverdiener-Moment, wenn du in die Kamera sagen musst, Chat, ich habe, glaube ich, schon seit 2 Monaten kein Auto mehr gekauft. Ey, es ist so eine Parallelwelt für mich, ne? Ey, der Hagen, Digga. Grüße gehen raus an Hagen, ne? Hagen, Kuss, wirklich. Aber... Sind noch ein paar Japan-Lachse auf dem Weg und ja, es kommt auch sonst noch ein bisschen Autocontent, aber ansonsten könnt ihr euch hier eher die nächsten Tage wieder auf wilde Videos freuen. In dem Sinne, Freunde, vielen Dank fürs Anschauen. Bis zum nächsten Video. Haut rein. Ja, tschüss. Oh, Gottes Willen, Alter. Hagen, also ich sag's, wie es ist, ne? Das ist... Oh, ich habe schon seit mindestens 2 Monaten kein Auto mehr gekauft. Also ich auch nicht. Aber auch die Monate davor. Und die Monate davor auch. Was ist das für ein Leben?